Dann wollen wir mal. Folge mir. Möglich ist alles. Okay. Da kannst du eh nichts dran ändern. Wenigstens läuft dein Schrittchen schneller als sonst. Nur einer ist letztens gerannt. Hier der eine, der da was geklaut hat am Kniehebel auf. Der konnte richtig schnell rennen. So, ich weiß hinten dann nach rechts. Zumindest wurde es immer 500 Mal gesagt, wenn ich nach da gehe, glaube ich. Aber ich müsste auch, wenn ich da rausgehe, nach links. Das war eine andere Quest. Und Innos. In seiner Weisheit. Gehen wir erstmal zum Hof, ja. Und da im Süden ist ja die andere Banditenfestung. Das hat er doch vorher gewusst. Ich bin doch eigentlich so schwach, viel zu schwach für die ganze Scheiße. Sehe ich doch schon wieder vor mir. Ich hoffe, der bleibt auch irgendwann mal stehen. Ich muss Sachen einsammeln. Ich muss immer Sachen einsammeln. Muss der so schnell rennen? Oh Gott. Krieg ich die Punkte, wenn er das macht? Ist er sterblich? Der kriegt ja gar keine Verletzung. Da! Okay, er wartet. So geht es doch auch. Perfekt. Und jetzt regnet es und wird dunkel. Es ist ja fantastisch. So wollen wir das doch. So macht das doch viel mehr Spaß, dieser Ausflug. So, lass mich hier noch nach Sachen gucken. Hier geht's schon nach oben. Folgt der mir auch oder muss ich ihm folgen? Das ist eine Höhle. Aber der folgt mir nicht. Das ist doch irgendein scheiß Geräusch. Digga, können wir mal in die Höhle? Bitte? Na, folgt der mir? Der, komm. Ich finde es ein bisschen schade, warum folgt der nicht? Da muss ich gleich zu ihm rausrennen, wenn ich hier sterbe. Deshalb, eieiei. So, ich sehe so gut wie gar nichts. So muss das. Ich habe jetzt noch ein Schwert gehört. Oh. Erfahrung plus 60. Also egal was er macht, er killt da irgendwas. Was auch immer er killt. Da geht gerade was drauf. Gibt's hier noch was? Der arme Dude, der hier voll von einem Brocken zerquetscht wurde. Das Leben kann schon so richtig scheiße sein. Ich finde es. Also, ich bin mal gespannt, wie in welchem Radius ich sein kann. Weil ich kriege ja die ganze Zeit die Erfahrungspunkte, weil er irgendjemanden tötet. Oh Gott. Larus! Boah! Echt, es gibt 30 Punkte. Wirklich? Nee, gar nicht. Die 30 Punkte kamen von was anderem. Ich habe mich gerade gewundert. Ist hier noch mehr? Ah, ich muss zweimal raufschlagen. Oh. Okay. Danke. Okay, ich habe mich schon gewundert. Ich hasse Sachen, die sich totstellen. Wo soll ich das denn wissen? Jetzt aber, oder? Ich finde aber schon, dass Larus auch mir folgen könnte und nicht nur ihm. Hier war doch noch einer. Eins. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da. So schnell kann ich. Ich probiere es nochmal. Okay. Ah, ich und. Oh Gott, das ist ja heute nicht so gut gelaufen. Ich wollte es machen, aber ich habe zu lange überlegt, wie ich das jetzt umsetzen soll. Ich springe jetzt hier.
Meine Idee war, runterzuspringen. Hat wohl nicht so gut geklappt. So, jetzt kann ich es aber mal mit dem Bogen probieren. Dann mache ich ihn ja schon aufmerksam, also. Nichts zu plündern. Okay. Ich habe keine Pfeile, deshalb kann ich den Bogen nicht benutzen. Probier aber diesmal schneller wegzurennen. Vielleicht geht das. Probier es jetzt noch einmal, ansonsten. Weiß ich nicht. Ja, da. Laris, wo bist du? Wo ist der? Der ist nicht hier. Ich springe jetzt noch hier runter. Jetzt bin ich im Graben. Kommt der mir hinterher? Sag mal. Jetzt komme ich hier auch nie wieder raus. Ich sag's euch, ich sehe ja kaum was. Ist wohl nicht so gut heute gelaufen. Dann halt so den Stadtwachen. Also der stirbt jetzt, ich weiß, aber... Hallo? Ich finde Laris nicht mehr wieder. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Also entweder ist er zurückgegangen oder er ist Laris über den Weg gelaufen. Eins von beiden. Lass mich in Ruhe. Jetzt erst recht nicht mehr. Jetzt erst recht nicht mehr. Ich habe aber Laris verloren, das ist doch scheiße. Waffe der ist nicht, bist du nicht schon nach ganz vorne gelatscht, also wo wir hin müssen. Meinst du, der despawnt? Da müsste ich am Hafen gucken, aber ich könnte mich auch hinlegen, weil es regnet. Also, Regen, Dunkel, Abend. Weil der ist hier nirgendwo mehr. Der würde nicht so weit weg, also, der hat ja vorhin auch gewartet. Dann gucke ich mal. Hole ich mir den jetzt mal wieder? Den guten Laris. Nichts zu plündern. Gut, ich muss zurück. Das ist aber auch doof. Wenn der da jetzt nicht ist. Ich brauche mal die Fackel. Das ist für ein Schwert. Ach so. Viel zu schlecht. Könnt ihr auch mal Shit verkaufen eigentlich? Mache ich vielleicht irgendwann mal. Es ist echt, wäre jetzt echt traurig, wenn Laris da nicht ist. Weil ich habe ja keinen anderen Speicherstand. Wenn er da nicht ist, google ich, ob es hier auch irgendwelche Konsolenbefehle gibt, um den Typen wieder zu holen. Nein! Was für eine... Och Mensch, da hab ich ja... Ey, so, ich leg mich kurz mal hin. Ich sehe auch nichts, wenn es so dunkel ist. Ich leg mich hin und suche dann Laris auf dem Weg da. Ja, du, das ist auf jeden Fall richtig gut. Sieht zwar aus wie Ententanz, aber es ist vollkommen in Ordnung. Er redet einfach zu viel. Man sieht das anders. Ich gebe hin und dann suche ich die Straße nach Laris ab. Das kann doch nicht wahr sein. Er erzählt alles weiter. Er redet einfach zu viel. Irgendwann musste es. Warum? Warum rennt er denn einfach vor, der Idiot? Kann sich hier nur noch ein paar Stunden handeln. Weil ich weiß halt auch nicht jetzt, nee, er steht da nicht. Ob man noch Punkte bekommt, wenn man zu weit weg ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was sich da ausgedacht wurde und wie das funktioniert. Im Wald, ja. Ich schaue jetzt noch mal im Wald, weil vielleicht konnte ich noch einfach nicht sehen, weil es so dunkel war. Ich bin mal gespannt. Ja, den Ort mache ich dann auf dem Rückweg. Wenn ich dann wieder weiß, wie ich den da rausbekomme, ohne dass er
wieder in seine Höhle rein möchte. Ja, ich schau mal, ob ich ihn so finde, weil ich will hier jetzt nicht schon, also ich wollte hier nicht Konsolenbefehle oder was weiß ich benutzen. Ich will das schon einmal ordentlich spielen. In einem Let's Play probiere ich ordentlich zu spielen. Außer es buggt so hardcore, dass du keine Möglichkeit hast. Das ist was anderes. Dann für den Moment irgendwie irgendein Cheat oder so zu verwenden, aber ansonsten mag ich das nicht so sonderlich. Geht's jetzt auch zu der Orkhöhle auf? Bloß andersrum? Ja. Okay. Ja, ich guck mich immer um, weil eigentlich will ich Kräuter sammeln. Ich sammle alles. Okay, so, wo ist er denn? Ein Pflänzchen? Mich wundert, dass in dem Kram kein Wasser ist. Der hätte ja ruhig mal warten können. Jetzt gleich fällt mich bestimmt wieder irgendetwas an. Im Stadtkram lag Zeug? Ich bin mir da eher nicht so sicher. Also ich weiß nicht, ich bin ja vorhin reingesprungen. Aus Reflex. Oh, hier gibt's eine Treppe. Treppe. Okay, da geht's dann noch weiter. Ich schau hier nochmal. Soll das aus so einer Kiste sein? Oh, Pflänzchen. Er sollte lieber den Mund halten. Oh ne. Ja, nach, ich will nicht nach, also in die andere Richtung gehen, weil ich weiß, das muss ich für was anderes machen und ich will es nicht durcheinander bringen. Genau, ich schaue jetzt weiter da unten noch. Ah, ich guck nachher, ich suche jetzt Laris. So. Ich guck jetzt einmal ganz kurz, also ich will den Typen wiederfinden, weil damit. Mit dem sterbe ich nicht so schnell. Wenn er nicht schon vorrennt, sterbe ich nicht so schnell. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße, sonst warten die doch auch. Sonst warten die, sind arschlangsam, brauchen 10 Jahre, um überhaupt sich fortzubewegen. Was ist das denn? Das ist man gar nicht gewohnt, dass sie selbstständig so schnell schon irgendwo hinrennen. Also ich bin es nicht gewohnt. Hier noch mehr? Ja, ich laufe zickzack. Also da war ja wohl Laris noch nicht, wenn der Goblin da steht. Das kann ich mir irgendwie nicht... Nee. Ist doch komisch. Weil hier müsste doch jetzt Laris schon vorbeigekommen sein. Also ob ich... Ich hasse diese Viecher. Das ist echt... Weird. So. Laris ist dann nicht hier straight hoch. Also wenn er vorgegangen ist, ist er doch nicht hier lang, weil er tötet doch alles. Selbst diesen einen, der eine Bauer ist mit einer Sichel auf alles losgegangen, also. Wo ist er denn dann? Okay, also da war er noch nicht da oben. Dann gucke ich mal hier unten. Aber ich müsste ja den Weg lang. Das ist ja der Weg geht. Wo ist er denn dann hin? Naja, also. Das ist ja. Okay, zur Taverne. Aber die Taverne ist ja auf dem Weg zu dem Hof. Ich guck jetzt hier unten. Guck jetzt hier unten. Ist der hier lang gelatscht? Sonst muss ich mich doch zu dem porten.
Oder na, ich muss es alleine machen. Also da oben war er nicht. Da muss er hier unten irgendwo rumgammeln. Da sind auch Viecher. Da war er nicht. Die kann ich gleich umlegen. Aber... Scheiße, ey. Tot kann der ja auch nicht sein. Was hätte ich ja mit... Ist das eine Höhle? Oh, sind da viele von diesen komischen Riesenmilben. Oh, hier oben noch. Ich habe ja jetzt ja eh nichts zu verlieren. Laris ist ja weg. Vielleicht ist er ja auch einfach ganz bei Onas Hof und da treffe ich ihn dann wieder. Ah, ich verwechsel mal die Tasten. Wo geht's denn hier lang? Aber ich habe ja, also ganz ehrlich, jetzt kann er auch eh warten, wenn er schon da ist und die Viecher unterwegs nicht erledigt hat. Aber dann bringt mir das nichts mit den Erfahrungspunkten. Gibt's hier noch was? Natürlich nicht. Da ist Blut. Und ein Hammer. Und was hat denn hier passiert? Hm? Komm ich da von der anderen Seite hin? War schon wieder was komplett anderes, aber der Typ ist einfach weg. Okay, ich gehe jetzt da runter, mach die komischen Feldscherben da weg. Schauen, ob das geht. So, ich glaube, hier den vorderen könnte ich einmal anditschen. Also das könnte ich einmal schaffen. Das sollte eigentlich gehen. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es jetzt mit den anderen zu weit hinten. Boah. Ich pack mich immer irgendwo fest. Ja, komm. Hallo. Ja, komm. Okay. Komm. Kommt die hier hoch? Das Leben kann schon so richtig scheiße sein, oder? So richtig scheiße. Du, das ist halt, tja. C'est la vie? Kann ich das machen? In manchen Games kann man doch von oben runter. Ich habe keine Pfeile. Okay. Das war ja selten dämlich. Ey! So wie der aussieht, fühle ich mich auch. Da muss ich die Ancient machen, die sind zu stark, wenn die alle auf mich zukommen. Mich stört es mit Laris, wirklich. Das wäre so easy gewesen. Es wäre halt wirklich mega easy gewesen. Jetzt gehe ich doch da hinten runter, wo der Loot ist. Ich komme da ja eh nicht hoch. Also wenn die Schabe da nicht hochkommt, komme ich da auch nicht hoch. Kann man bestimmt irgendwo richtig charmant runterglitschen. Was geht doch immer. Na, oder auch nicht. Es hätte ja klappen können. So, also ich sehe mich jetzt, dass ich 2 Stunden hier brauche, um herunterzukommen. Aber das... Ich schaff's... Also wenn ich es schaffe, einen Berg hoch zu glitschen, dann schaffe ich es ja wohl auch, einen Berg runter zu glitschen. Wirklich. Also... kann ja wohl nicht so schwer sein. Also für mich schon solche Sachen, aber so. Da ist tiefer, so. Geh ich hier lang. Hier war ja auch eigentlich der Loot. Auf der Höhe. Muss ich aber wieder durch das ganze Ding durch. Schürhaken in der Fresse, Alter. Ist schon hart. War das Leben. Der wurde mit dem Hammer erschlagen, oder wie? Wie ich das jetzt? Wer geht hier? Ist nur, wo komme ich gleich wieder hoch? Oh, ich höre schon seine Viecher wieder. Schön. Rostiges Schwert. Wie viele rostige Schwerter? Werfen die hier einfach die Schwerter rein, wenn sie die nicht mehr brauchen, oder was? Oh, Gold.
Ja, ein paar Heilpflanzen. Und wenn ich ein paar übersehe, ist, glaube ich, ganz so... Okay, ist schon in Ordnung. Also ich habe eher so eine Ratte übersehen. Okay, ein paar Ratten habe ich übersehen. Ach Gott. Oh, komm. Ich bin auch so schlecht im Anvisieren. Natürlich habe ich nicht gespeichert übrigens. Natürlich nicht. Ich brauche F5. So, wo habe ich jetzt gespeichert? Lass mich raten, ganz am Ende am Arsch der Welt. Sag ich ja. Das sind die Momente, wo man einfach dann keinen Bock mehr hat. Dann hole ich das halt nochmal und wenn hier nochmal was passiert, dann... Weiß ich nicht, lade ich allein zu dem Hof, weil Laris ist ja auch, weiß ich nicht, abhanden gekommen. Das stört mich aber noch immer am allermeisten. Dass der Typ tot ist. Oder nicht tot, aber verschollen, weil der Goblin hat da ja noch gelebt. War hier eigentlich noch was? Ja, hier. Nach da unten gehe ich jetzt nicht. Die Ratten kann ich aber machen, wenn ich intelligenter bin mit dem Wechseln. Okay, hier komme ich auch nicht. Wäre ich auch nicht hochgekommen. Ich glaube, also ich mache kurz den Kram hier. Und dann schaue ich mal, wo er ist und ich speichere vor, weil wenn er lebt und nicht hardcore abhanden gekommen ist und ich ihn selbst wiederfinden könnte, ohne zu cheaten, würde ich mal schauen, aber ich bin mir halt gar nicht sicher, ob er noch existiert, weil manchmal erkennt diese Bugs nicht, erkennt die. Aber ich würde erst einmal so schauen. Oh, ich höre die doch schon, die Viecher. Richtig schön. Ja, richtig toll. Och, komm. Ich hatte das doch gar nicht in der Hand. Ich habe auch das falsche... Ich hätte gern wieder mein Messer. Ich hätte gern echt wieder mein Messer. So, ich bereite mich erstmal vor, weil ich habe keine Ahnung, warum ich diese beknackte Schriftrolle drin hatte. Warum bin ich so schlecht? Ich hatte vorher das Messer benutzt. Ja, klar, Diggi. Warum nicht? Warum nicht? Wie wär's mit Messer ziehen? Das dauert hier so lange immer. Ja, ich greif den Stein an. Schaffst du vielleicht? Okay, ich war, bevor ich in die Stadt, ich habe ja die ganze Zeit mit diesem scheiß Messer gekämpft und ich habe es vorhin gewechselt. Warum habe ich zu was Schlechterem gewechselt? Ich will nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen. Jetzt habe ich die Richtung. Ja, Orientierung verloren. So, hier hatte ich doch alles. Ja, da hatte ich alles. Hatte er dann gespeichert. So, die Viecher looten. Ist hier noch was? Das andere Viech muss ja auch noch irgendwo liegen. Nummer 1. Hier, ich wollte gerade sagen. Okay. Wenn ich hier wieder hochgekommen bin, suchen wir Laris. Ich will das nicht allein machen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.